Ja, hallo Freunde und herzlich willkommen zurück bei Star Citizen. So, ich habe mir was überlegt, wir machen heute mal einen kleinen Ausflug nochmal zum Shopping-Kiosk, denn es sind ja jetzt endlich auch Bilder von den Gegenständen, die man kaufen kann, in den Displays und das will ich mir mal angucken. Habe ich nämlich bisher noch gar nicht gemacht, glaube ich. Und dann will ich mir mit euch nochmal die neue Mustang Alpha angucken und zwar die CitizenCon Skin-Variante sozusagen. Die ist nämlich eigentlich sehr, sehr hübsch. Ich muss mal gucken, ich habe die mir nämlich schon mal gespawnt. Ich glaube, ich musste mir nochmal reclaimen, weil ich habe dann keinen Unfall gehabt. Ganz unbeabsichtigt. Guten Tag, ich möchte an das Display. Hey, geh weg. So. So ein bisschen wie in der DDR, wenn es mal eine angab. Wo haben wir die hier? Da oben, ne? Irgendwo? Nee, ist sogar claimbar. Okay. Perfekt. Dann gehen wir aber erstmal Klamotten kaufen. Huch. Denn ich will mir mal diese Displays angucken. Weiß gar nicht, wo hier ein Display ist. Auf Levski habe ich noch nie nachgecheckt, aber das kriegt man noch raus. So, hier ist gerade so ein bisschen ruckelig. Ein kleines bisschen, aber das geht. Übrigens, ich wollte noch mal so ein paar Kleinigkeiten zum Thema eBay erzählen, beziehungsweise unabhängig von eBay eigentlich allgemein Schiffe extern kaufen. Ja, weil da auch so ein bisschen manchmal so Kommentare kommen, wo ich vielleicht noch mal ein bisschen für Klarheit sorgen will an der Stelle. Also, vielleicht mal fangen wir mal so an. Ganz grundsätzlich, ich empfehle eigentlich immer, die Sachen auf der richtigen Seite zu kaufen. Ne? Aber der Punkt ist halt der, es gibt nun mal halt einfach diesen externen Markt, sei es jetzt auf eBay oder in irgendwelchen Star Citizen Foren, wo halt Leute ihre Sachen anbieten. Das kann man halt ignorieren, aber ich finde es halt auch wichtig, dass man das auch einfach mit beleuchtet und ich will dafür eigentlich auch gar keine Werbung machen. Also das ist nicht die Intention, wenn ich jetzt irgendwas von eBay oder sonst was zeige, sondern eigentlich geht es mir darum, dass ich wirklich einfach nur diese Möglichkeiten zeigen, diese Dinge zeigen, was geht nicht, wie geht's und so weiter. Das ist letztendlich der Hintergrund und wer dann was macht oder nicht macht, das muss jeder für sich selber wissen. Klar ist natürlich, dass diese externen Sachen immer ein gewisses Risiko beinhalten. Das ist halt so. Das weiß auch jeder, der auf eBay schon mal gekauft hat. Ich selber kaufe ungern zum Beispiel auf eBay. Muss aber auch dazu sagen, ich habe auch einige Sachen über eBay geholt, auch für Star Citizen, und ich hatte nie Probleme. Man muss einfach unterscheiden zwischen irgendwelchen No-Name-Verkäufern und Leuten, die halt echt gute Bewertungen haben. So, warte mal, jetzt will ich mal ganz kurz hier schauen, was wir jetzt hier haben. Ja, da haben wir eine Vorschau hier. Meine Maus hängt. Meine Maus hängt, warte mal. Es hängt hier alles. Oh, 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 oh. Ich glaube, wir dürfen gleich nochmal reloggen, hä? Ach, der Kollege hier. Ah, super. Leck halt, wie ich hier wegkomme. Wie mache ich denn das? STRG. F gedrückt halten. Ah, wir haben so eine unsichtbare Maus. Warte mal. Wo ist die Maus? Die Maus ist da. Da war sie gerade. Verdammt. Okay, da ist die Maus. Scheiße. Oh, okay. Nein. Okay, das ist... Ich mache kurz einen Relog. Das ist gerade ein Bug. Egal. Auf jeden Fall, ich zeige die Dinge immer nur, was ihr dann macht, was ihr nicht macht. Das ist eure Sache. Ich will auch, wie gesagt, ich will dafür wirklich keine Werbung machen. Ich habe auch nichts davon. Also, ich verkaufe nichts auf eBay und ich kenne auch niemanden, der auf eBay irgendwas verkauft. Das heißt, mir persönlich bringt das überhaupt nichts, ganz im Gegenteil. Es ist eigentlich, wenn ich ehrlich bin, sogar negativ für mich, weil letztendlich rein von meinem Standpunkt aus hätte ich ja rein theoretisch ein größeres Interesse daran, dass ihr die Sachen auf der Website kauft, weil ich dann halt noch einen Referral-Punkt bekomme. Ne? Also insofern, ich habe da nichts von. Ist mir auch egal, ich will auch nichts davon haben, darum geht es mir dabei nicht, sondern ich zeige, wie gesagt, nur die Dinge, weil natürlich viele Leute wollen gerne irgendwas Bestimmtes haben und kriegen das nicht auf der Website und wissen auch nicht wie und hin und her. Deswegen ist es gehört halt einfach mit dazu, ne, so. Aber ich hatte nie Probleme auf eBay da. Es gibt ja professionelle Verkäufer auf eBay, die machen das schon viele, viele Jahre teilweise und die haben extrem viel im Angebot an Schiffen, wo ich mir manchmal selber denke, meine Güte, was ist das denn für ein Preis? Der ist ja spottbillig, aber wie gesagt,
die haben, normalerweise haben die auch kein Interesse daran, irgendwen über den Tisch zu ziehen, weil was bei mir als YouTuber die Abonnenten sind, also ihr, sind bei den eBay-Verkäufern halt die Bewertungen letztendlich. Die würden sich ja selbst töten, wenn sie irgendwen da über den Tisch ziehen und noch im großen Stil. Also das glaube ich nicht. Aber wie gesagt, jeder muss es selber wissen, jeder muss sich da auch so ein bisschen informieren, Bewertungen lesen und auch gucken, macht der jetzt hier normalerweise, verkauft der normalerweise, weiß ich nicht, Tische und dann irgendwie so ein Star Citizen Code plötzlich oder verkauft er nur Star Citizen, einfach da ein Auge drauf haben und dann macht man da in der Regel auch nicht allzu viel falsch. Ja. So, mal gucken, ob wir jetzt mehr Glück haben. Bodies. Wobei das eigentlich eh der falsche Shop ist, weil ich will eigentlich Klamotten haben. Aber ich will ja auch erstmal die Displays checken. Also, Display hängt wieder fest. Das war ärgerlich. Okay, also die Displays funktionieren leider überhaupt nicht. So eine Scheiße. Ach, Mann. Okay. Gut, dann kaufen wir nichts. Aber ihr habt zumindest gesehen, die Displays haben schon mal ihre, ja, ihre Bildchen drin. Das ist ja auch schon mal was wert. Übrigens, offenbar kommt der Patch doch nicht live. Fand ich ein bisschen schade, dass sie im Around-Diverse und auch im Reverse-Diverse überhaupt nichts dazu gesagt haben. Das ist ein bisschen schade. Vermutlich wollten sie das auch nicht sagen, weil ich vermute, dass die 3.3 dann doch nicht live kommen wird. Ja, ich weiß es nicht. Ich kann es, wie gesagt, niemand weiß das. Aber es könnte natürlich sein, dass sie jetzt einfach sagen, wir lassen das auf dem PTU. Es ist ja eh für alle Bäcker frei. Insofern ist es ja jetzt kein Nachteil. Jeder kann drauf, ne? Es kann halt sein, dass sie sagen, okay, wir lassen das auf dem PTU und bringen dann erstmal die 335 noch auf dem PTU und dann geht's live. Das weiß ich nicht. Das wird man dann sehen. Aber wie gesagt, im Endeffekt ist es auch völlig wurscht, weil jeder von euch kann auf den PTU. Und noch dazu wollte ich noch mal was erzählen, weil das Thema hat man letztens mit einem Kumpel. Der hat ein Star Citizen Starter Package geschenkt bekommen, per Gifting, ja. Und das heißt, er hat 0 Euro geplätscht, also 0 Euro selber gespendet und er konnte nicht auf den PTU. So, ich baue mir mal kurz, nehmen wir das Schiff, ne? Und da stellt sich natürlich dann die Frage, wie fixt man dieses Problem, weil... There, all set. Das könnt ihr auch euch betreffen, wenn ich euch ein Starter Package schenke, Hangar 2, zum Beispiel bei der Verlosung dann nächsten Monat, dass ihr zwar dann in, ja, den Zugang zum Spiel habt und ein Starterschiff habt, aber... Dadurch, dass ihr selber nichts dafür bezahlt habt, letztendlich auch keine Möglichkeit habt, auf dem PTU zu kommen. Und zwar niemals. Ne? Und die Lösung ist relativ simpel, wenn auch nicht besonders geil. Wir haben erstmal probiert, es gibt ja im Shop auf der Website diese 0-Euro-Upgrades. Wir haben probiert, ob das schon reicht, sich ein 0-Euro-Upgrade zu kaufen. Hat nicht gereicht. Was ihr aber machen könnt, ihr könnt euch das günstigste Upgrade, das kostet 5 Dollar, das könnt ihr euch einfach kaufen. Und dann habt ihr auf jeden Fall, dann seid ihr quasi wirklich auch Bäcker. Also es spielt keine Rolle, wie viel ihr quasi backt. Wichtig ist nur, dass ihr Bäcker seid und damit dann auf den PTU kommt. Ne? Also wer da das Problem hat, dass er nicht auf den PTU kommt, der sollte mal bei sich im Account gucken, wie viel Geld er bisher geplätscht hat. Und wenn dort eine 0 steht, dann liegt es eben daran. Dann einfach ein Package kaufen oder das Schiff... Warte mal, ich muss die Lampe ausmachen. Verdammt, wieder vergessen. Einfach ein Upgrade kaufen für 5 Euro. Oder wenn ihr das machen wollt, gradet euer Schiff einfach irgendwie ab. Auf was Sinnvolles zum Beispiel, wenn ihr eine Avenger habt, geht auf eine Titan hoch. Oder so, ne? Quatsch, wenn ihr eine Avenger habt, geht auf eine Titan. Wenn ihr eine Aurora habt, dann gradet euer Schiff einfach auf eine Avenger ab. Das ist eh sinnvoll. Und dann habt ihr quasi irgendeinen Betrag X reingeplätscht ins Spiel und dann habt ihr auch, dann seid auch offiziell Bäcker und könnt auch auf dem PTU, wenn er für alle Bäcker freigegeben ist, ne? So, also Flight Ready und dann... Welcome. Your journey begins now. All systems operational. Machen wir mal den hier. Außenansicht. Ich, free to launch? Ja, ich mag sehr dieses, diesen Style von dem Schiff. Es sieht wirklich sehr, sehr cool aus. Ich, see you again one day. So, warte. Machen wir gleich mal hier ein bisschen rauszoomen nochmal. Also mir, ich weiß nicht, mir gefallen diese Farben sehr, sehr geil. Diese Kombination aus Orange, Weiß und Schwarz sieht sehr, sehr cool aus. Auch wenn es hier so ein bisschen bläulich beleuchtet ist wegen dem Mond. Aber das sieht schon echt sehr, sehr schick hier aus. Kann man halt echt nicht meckern, ne? Das ist auf jeden Fall meine Lieblingsmustang. Wie gesagt, das ist die CitizenCon-Variante. Ich weiß nicht, ob es die überhaupt noch gibt. Ich glaube, die ist mittlerweile ausverkauft. Aber vielleicht, wenn die sich noch irgendwer holen will, guckt nochmal auf der Website nach. Vielleicht gibt es die noch.
Ist schon echt ein cooles Teil. Definitiv. Schade nur, dass es halt echt nur die Mustang Alpha betrifft. Und nicht auch die anderen Varianten, dass die da leider nicht das coole Design haben, sondern nur dieses Standardfarbengedöns. Aber naja, gut, man kann halt auch nicht alles haben. So, und ich würde sagen, wenn wir einmal in der Mustang sind, dann machen wir doch mal eine Mission mit der Mustang. Denn das ist sicherlich ein Starterschiff, was sich viele von euch auch holen oder schon geholt haben. Und vielleicht macht das Sinn, da mal ein bisschen was mit der Mustang auch zu machen. Die haben wir ja sonst nie im Let's Play. Also, ja, wir könnten es traden. Die hat ein bisschen Frachtraum. Siehste, das wollte ich zeigen. Ha, warte mal. Das wollte ich zeigen. Das habe ich nämlich vergessen bei meiner Vorstellung von der neuen Mustang. So. Gehen wir kurz hier raus. Die hat nämlich noch was, was ich euch vergessen habe zu zeigen. Da, 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 da. So, und zwar hinten am Arsch hat die noch eine kleine Klappe, und zwar den Frachtraum. Den kann man tatsächlich öffnen, hier mit diesem Dark Open Cargo Bay. Und da können wir mal reinlunschen. Machen wir mal ein bisschen Licht hier. Und so sieht das Ganze aus. Also das ist hier quasi der Frachtraum. Das ist hier so ein Container. Da steht auch irgendwas dran. Steht da dran? Consumer Goods. Ja, das sind quasi sozusagen leere Container. Also das ganze Ding ist so ein Container. Und dort kommen dann die Frachteinheiten rein, die SCUs. Ne? So sieht das Ganze aus. Und dann kann man es auch wieder schließen. Weiß nicht, ob das... Ne, geht nur hinten, glaube ich. Das habe ich nochmal euch zu zeigen gehabt. Close Cargo Bay. Und da geht das Ganze nämlich hier wieder zu. Ne? Das ist halt der Unterschied zur Mustang Beta. Die hat das halt nicht. Ne? Die Mustang Beta, die hat halt dafür dann diesen Innenraum mit Bett, Küche, Bad und einem Sitz oder so. So. Open Pilot Canopy. Ich will eigentlich hier einsteigen. Enter Pilot Seat. Genau. Sie sollten die Animation trotzdem mal so ein bisschen beschleunigen. Die sind noch teilweise sehr, sehr... Oh, weiß nicht. Ach, jetzt habe ich wieder die verdammte Lampe. Diese verfluchte Lampe. Warte. Alles klar. So, Verzeihung. Licht aus. Wollte ich gerade machen, ne? Licht aus. So. Und dann würde ich sagen, nochmal rein. Man, nett, wenn die Post einfach um Uhrzeiten klingelt, die völlig unmenschlich sind. Da nimmt man schon extra auf zu Zeiten, wo eigentlich keine Post kommt, und dann kommt die Post trotzdem. Naja, gut. Egal. Also, wir wollten ja eigentlich eine Mission machen mit der Mustang Alpha. Wie gesagt, wir könnten jetzt auch Fracht mitnehmen, aber das ist bei dem Frachtraum, glaube ich, relativ, ja, problematisch. Frustrated with Kovalex. Was haben wir hier? I need someone with access to a ship to fly out to Kovalex Gondo Station and take a box. Ja, und das ist halt das erste Problem, was wir grundsätzlich haben mit der Aurora oder auch mit der Mustang. Wenn also hier eine Box mitgenommen werden soll, dann haben wir ein riesengroßes Problem, denn wir können die Box nirgendwo reinstellen. Bei der Mustang Alpha sowieso nicht, aber auch bei allen anderen Schiffen, die eine Einsteigeanimation haben, geht es nicht, weil die Box leider immer noch weggeschmissen wird beim Einsteigen. Und da will ich nochmal den Finger in die Wunde richtig reindrücken. Ich finde das mega scheiße. Ich finde es wirklich unendlich scheiße, dass sie das noch immer nicht hinbekommen haben. Weil das geht für mich, für meine Begriffe überhaupt gar nicht, dass man ein Starterschiff hinstellt und dann aber sagt, sorry, my friend, du kannst damit nichts machen. Also quasi keine Mission machen, weil so gut wie alle Missionen haben irgendwas mit sammle irgendwie eine Box ein oder was weiß ich was. Irgend sowas. Geht alles nicht. Mit der Mustang nicht, mit der Aurora nicht und so weiter. Egal. So, das heißt, die Quest können wir quasi, ja, vergessen, wenn ich es richtig sehe. Mal kurz zu Ende lesen. Package, bla bla bla. Ja. Maintenance, Disposal Request. Bla 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 bla. Expected to probably dispose. Ja, das ist hier Müll mitnehmen. Auch das können wir leider nicht machen. Ja, auch das können wir leider nicht machen. Trouble in Yela, Asteroid Belt is about to the Outlaws have been running. Okay, eine Outlaw-Mission. Das wird schwierig, aber wir probieren es mal mit der Mustang Alpha. Das müssen wir eine Mission, die wir machen können. So, Meet the Rendezvous Point. Wo ist denn das? Das ist bei Yela, haben sie gesagt, ne? Ein bisschen rausscrollen. So, das ist dort. Set Route. So.
Ich hoffe wirklich, dass sie das mal nachreichen, weil das ist für mich das A und O, dass ich die Schiffe, also die Schiffe, die im Spiel sind, die Flight Ready sind, die müssen auch funktionieren. Das ist, finde ich, ganz, ganz wichtig. Ja, also es gibt durchaus auch Kritikpunkte, weil es wird immer von, also einige sagen immer, ich wäre nicht kritisch genug, das stimmt überhaupt nicht. Ich bin auch kritisch, aber ich bin kritisch da, wo es angemessen ist, finde ich jedenfalls. Man kann vieles kritisieren, aber vieles muss man auch einfach mal hinnehmen. Aber ganz ehrlich, wenn sie Schiffe ins Spiel bringen, dann müssen die auch funktionieren. Ich habe zum Beispiel, um mal ein anderes Beispiel zu nehmen, ich habe bis heute nicht verstanden, wieso gibt es die Starfarer? Warum ist die Flight Ready? Wer hat entschieden, dass es wichtig wäre, die Starfarer Flight Ready zu machen? Die ist völlig sinnlos, die kann nichts, weil es gibt noch keine Tankmechanik. Das ist, ich meine, bei der Prospector, die war ja auch schon ein bisschen eher Flight Ready. Okay. Aber dann kam wenigstens das Mining, aber das, ich weiß nicht, wann das Auftanken kommt, bin gerade unsicher. Aber ich glaube, die Starfarer ist seit dem Jahr Flight Ready und man kann mit der nichts machen. Finde ich auch ein bisschen komisch. Es ist einfach aus Design-Sicht Quatsch, ein Schiff rauszubringen, womit man nichts machen kann. Also dann hätte man lieber ein anderes Schiff, weiß ich nicht, reinbringen können. Ne? Statt der Starfarer zum Beispiel hätte man dann vielleicht lieber noch ein anderes Mining-Schiff reinbringen sollen oder irgendwas, was halt ein bisschen sinnvoller wäre. Ne? Also es gibt schon auch immer noch Kritikpunkte, das bleibt nicht aus, das ist schon so. Aber naja, gut. So. Dann wollen wir mal dorthin. Wir haben 6 Minuten Zeit noch, den zu erreichen. Naja, das schaffen wir schon. So. Quantum Travel engaged. Quantum Travel engaged. Aber wir wollen ja nicht zu viel rummeckern. Sehen wir es lieber positiv. Die Performance ist gut. So. 1000. Quantum Travel complete. Achso. Muss ich doch dahin fliegen, ne? Rendezvous Point. Ist das auf jener? Muss ich da auf dem Boden? Oh, oh, oh. Ich habe keine Waffen. Na doch, ich hab eine Pistole. Komm ich denn da hin? Achso. Stimmt, das ist ja das Routensystem hier. Lalalala. Quantum Travel. Genau, 3 von 4. Das haben sie zum Beispiel echt gut umgesetzt, dieses Routensystem, dass man echt dahin geroutet wird sozusagen. Das ist eine coole Sache. Quantum Travel complete. So. Ah ja, ist nicht auf dem Planeten, ich dachte schon. Huch, was haben sie denn mit jeder gemacht? Warte mal. Sieht aus wie so eine fliegende Untertasse. Alles klar. So, okay. Dann auf geht's. Quantum Travel engaged. Was fiebt denn da so blöd? Quantum Travel. So, egal. Reach Patrol Area. Das ist da hinten. 100 Kilometer. 100 Kilometer, nie im Leben, kleiner Peter. Da, 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 hui. Kann man da nicht ein bisschen hinjumpen? Nee, müssen wir so fliegen? Okay. Ah ja, gut, wir sind ja schnell genug. 1000 schafft die kleine Mustang auch. Insofern. Bin gespannt, ob wir die Mission überhaupt schaffen mit der Mustang Alpha. Weil... Naja, kämpfen kann sie, aber nicht besonders geil. Ne, hier die Waffen sind so... Ja, ne, es leuchtet zumindest. Ob das Schaden macht, werden wir gleich sehen. So, 30, das wird hinten bei dem dicken Stein sein, denke ich mal. So, ich weiß nicht, wie gut die bremst, deswegen gehe ich schon mal vom Gas. Ah, geht aber. Kontakt. Huch. Was
heißt denn hier Contact? Hier ist kein Contact. Contact. Mhm. Clear out Lowriders Hunting Grounds. Eliminate Hostiles. Alles klar. Und die sind dann... Ah ja, da. Philip Sawyer. Ja, Philip. Ich glaube, ich töte dich jetzt. Verdammt. Bin getroffen. Aurora gegen Mustang. Das Duell quasi... Das ist der Kampf der Titanen. You think you got me? Ja, I think... Well, come on. Alter, ramm mich noch, oder was? Als Maul, Junge. Was? Wie fliegen die denn? Voll aggro. Hallo. Ich bin doch nur eine kleine Mustang. Huch. Das ist gleich kaputt, der Typ. Noch ein Schuss oder so. Das ist Schild erstmal weg. Ja. Meine Schilde sind schon weg. Ja, klar. Noch mehr. Ich hätte gerne noch mehr Gegner. You think you got me? Ist mir zu langweilig so. Well, come on. Alter. Oh. Was macht der? Wie? You think you got me? Well, ist gleich tot, mein Freund. Alter. Yo. Ich habe schon Flügel verloren. Bin gleich kaputt. Also ich weiß nicht, wie der fliegt, der Typ, aber es nervt. Warte mal, irgendwie jetzt. So, weg mit dir, Penner. So, einer ist noch übrig, Reach Patrol Area. Aber wie gesagt, wir haben schon so ein bisschen Schaden genommen, leider. Oder? Ja, wir haben, ja gut, eine kleine Delle, kleiner Blechschaden ist das nur, das ist nicht so das Problem. So, na gut. Jetzt müssen wir direkt zur nächsten Patrol Area. Also man sieht, ne, es geht schon, aber geil ist halt auch anders. Ne? Weiß auch nur eine Aurora, und eine Aurora, die nascht man auch weg mit der Mustang, ist kein Problem. Die Aurora, wobei, es kommt drauf an, welche Aurora, ne? Das ist schon weit, ey. Kann ich da nicht ein bisschen... Ah, hier müssen wir so hinfliegen, schade. Shields down. Ist voll gelogen. Die Schilde sind auf Maximum. Kann ich irgendwie... Warte mal, ich kann mal hier gucken. Nur aufpassen, dass ich nicht in irgendwas reinfliege hier. Warte mal, ich fliege mal so ein bisschen schräg hier. So. Shields. Shields sind doch auf Maximum. Placeholder. No target. Ja gut, da sehen wir wenigstens, ob wir irgendwie ein Target haben. So, da unten ist irgendwer. Aber das ist ein Freund. Ein Grüner. Der schießt auf irgendwas, was ich nicht sehe. Okay. Ja, warum auch nicht, ne? Er kämpft vielleicht allein gegen die dunkle Materie an. 75%. So. Jetzt links abbiegen. Dem Straßenverlauf weiter folgen. Bitte wenden. Huch. Tja. Also so, diese Mission, wie gesagt, geht, ne? Aber ist halt eher was für etwas stärkere Kampfschiffe dann, also zum Beispiel eine Saber Raven wäre da zu nennen oder halt Avenger Titan oder Titan Renegade oder Warlock oder wie auch immer sie alle heißen. Oder, ja. Reliant vielleicht noch, wobei die ist auch nicht so geil im Kämpfen. Oder halt dann schon die größeren Schiffe, ne? So, mal gucken, was uns da erwartet. Pass auf, jetzt kommt eine richtig fette Constellation Andromeda, die uns instant wegnascht. Das wäre fair. Oh. Ja, wahrscheinlich ist es nochmal so eine Aurora.
Contact. So. Contact. Eliminate Hostiles. Und die sind dann wo genau? Beep, beep, beep. Ja, was denn? Was ist los, R2? Oh, das ist ein Stein. R2! Da. So. Malcolm mittendrin ist das. Du hast keine Chance, Malcolm. Ich vernichte dich! Ja, also, das war natürlich geplant, weil ich wollte zum Abschluss der Folge einfach mal zeigen, wie eine Mustang Alpha eigentlich explodiert. Und guck mal, wo wir jetzt sind. Heieiei. Das ist ja super. Mensch, hier wollte ich schon immer mal hin. Habt ihr quasi meine Bat-Höhle gesehen? Wo bin ich? Ich glaube, ich liege auf dem Boden. Ah ja. Ja, also die Bat-Höhle nochmal zum Abschluss. Und ich habe mich beim Aufstehen, ich habe das Bein gebrochen. Ich glaube, ich sterbe gleich, oder? Nee, ist noch gelb. Ich glaube, bei gelb passiert nichts. Wie kann man sich hier verletzen? Da lag bestimmt irgendwo so eine, war bestimmt noch irgendwo so eine Kante. War schön ins Bein gerammt. So, na gut. Ich würde sagen, an der Stelle, vielen Dank fürs Zuschauen. Und ja, bis zum nächsten Mal. With 65 degrees, last time I asked, I was down on my knees. The last time I heard you speak, you shot ice into my veins. I almost wish there would rain. Some go down.